Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute testen wir Jaisinho und zwar die Centurions Icon. Hab den als Leihkarte bekommen und habe gedacht, warum nicht ein Video über den machen? 1,73 groß, hoch, Arbeitsrate, hat 5 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, starker Fuß rechts. Controlled Explosive ist sein Antrittstyp, ist Brasilianer, kann rechter Flügel, rechtes Mittelfeld und Stürmer spielen. Gute Positionen auf jeden Fall. Ich werde den mit einem Hawk spielen und zwar aus dem Grund, weil ich jetzt gar nicht so stark darauf aus bin, dass Tempo komplett auszumaximieren, sondern mit dem Hawk geben wir ihm noch mal ein bisschen Physis, maximieren ihm den Schuss eigentlich am meisten aus und das Sprinttempo, muss man sagen, mit 95 ist nach wie vor gut, Antritt bei 98, also das sind schon gute Werte, vor allem mit Explosive, mit einem kleinen Bodytype, den er hat, ist glaube ich ganz gut. Schuss, wie gesagt, schaut super aus, 94 Stellungsspiel, 97 Abschluss, 99 Schusskraft, die Weitschüsse 94, Volley sind bei 87, Elfmeter bei 83, gut, da kann man eventuell auch mit wem anderen dann schießen, aber sollte auch ausreichen. Passspiel schaut auch hervorragend eigentlich aus für so eine Karte, die man am Flügel spielt oder als ZM eventuell auch oder natürlich als Stürmer sowieso super Pass. Werte 87 kurzer Pass, 80 langer Pass, 83 Fe, dazu 91 Übersicht, auch ganz wichtig, Flanken bei 84. Muss man sich überlegen, wenn man den vielleicht wirklich nur am Flügel zocken will, weil man sonst keine andere Position für den hat, könnte man sich überlegen, vielleicht auch einen Engine zu geben, dann boostet man ihm das Dribbling maximal, das Passspiel und die Flanken nochmal. Tempo bleibt dann auch gleich, also eventuell eine Option. Wie gesagt, Dribbling schaut gut aus mit 91 Beweglichkeit, 86 Balance, 89 Reaktion, 89 Ballkontrolle, 94 Dribbling, 92 Ruhe, sind stabile Werte. Die Ballkontrolle könnte ein bisschen höher sein, aber ansonsten schaut das sehr gut aus. Defensiv hat er natürlich jetzt keine krassen Werte, aber die Kopfballpräzision bei 88, Sprungkraft geht auf 93, dazu hat er 84 Ausdauer und die Stärke geht nochmal auf 86. Aggressivität ist ein bisschen niedrig jetzt mit 53, aber schauen wir mal, ob er die überhaupt braucht. Icon-Profil, wen es interessiert, der kann wieder auf Pause drücken, aber ihr seht, ein Spieler, den wahrscheinlich die wenigsten von uns live erlebt haben, 1970 bei der WM, da hat er die Karte jetzt dafür bekommen und bei den Spielstilen wird es nochmal interessant, da hat er den Powerschuss, nicht den Plus, aber das ist auf jeden Fall kein schlechter Trade, hat Flair und dann hat er noch Raserei Plus, erreicht beim Dribbling ein noch höheres Sprinttempo und ist beim Sprinten und beim Ausführen von Selbstvorlagen deutlich weniger fehleranfällig. Also bin gespannt, habe ich noch nie gehabt, diesen Raserei Plus auf einem Spieler. Den schnellen Schritt hat er da noch und dazu Trivela, also gute Trades und ich würde sagen, wir starten rein und schauen uns den guten Herrn genau an. Ja, Jairzinho arbeitet nach hinten. Ja, super Lauf von Jairzinho. Jo, und der Schuss auch. Sehr gut. Ja, gut freigelaufen von Jairzinho. Ja, die Flanke leider ein bisschen ungenau. Schade, guter Lauf eigentlich von Jairzinho. Ja, Ramirez auf Jairzinho. Ja, aber jetzt haben wir es. Gute Beweglichkeit. Ja, guter einleitender Pass von Snyder. Der kommt jetzt zu Jairzinho. Und den lüpfen wir fast rein. Ja, ja, Jairzinho. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell. Ja, und Elfmeter. Super Lauf wieder von Jairzinho. Ja, Passspiel nach außen auch gut. Wo ist er? Da ist er. Wir probieren mal Trivela. Nice! Jairzinho-Maschine. Ja, das Dribbling war gut, aber war dann zu viel am Ende. Schade, R1 Dribbling, aber da war dann doch zu viel Betrieb. Snyder fast dran. Jo, schön. Eingeleitet von Jairzinho und macht er. Ja, gutes Dribbling von Snyder. Gutes Dribbling auf Jairzinho. Der macht's. Ja, wieder gut freigelaufen. Warum er den nicht bekommt? Ja, der Pass kommt jetzt auf Snyder auch nochmal. Krasser Schuss von Snyder. Ja, guter Lauf wieder von Jairzinho. Ja, ein Pass habe ich schlecht gespielt. Darf man so nicht machen. Ja, durchsetzen kann er sich da körperlich nicht gegen die Verteidiger, aber dafür
Da dann, schade. Nice, schön eingeleitet von Lorente. Snyder gut abgefangen auf Jairzinho. Nice, schöne Vorlage, schönes Tor. Schade, schöne Aktion von Snyder und Jairzinho. Ja, Snyder wieder gut gemacht. Oh, der Pass war Zucker auch von Snyder. Jairzinho, der muss rein. Nice, schöne Aktion wieder. Schade. Sehr nice von Jairzinho. Ja, schade, den muss man eigentlich machen. Boah, schade, sehr nice wieder von Jairzinho. Snyder auf Jairzinho und der Schuss dauert so lange. Schade. Ah, super Lauf von Jairzinho, komm. Yes, nice. Cool geblieben. Yes, nochmal Jairzinho. Wieder cool geblieben. Schön gemacht. Gut, abschließendes Fazit mit Jairzinho. Ich glaube, die Statistik, die spricht für sich, wo ich ihn die meiste Zeit gespielt habe, und zwar im Sturm. Er ist zwar auch immer wieder über die Seite so gekommen, wenn man ihn im Doppelsturm gespielt hat, hat man schon gemerkt, dass er so über die Seiten gerne kommt, also dass er diese rechtes Mittelfeld, rechte Flügelposition ganz gut auslebt. Aber der Typ hat geile Laufwege, also den muss man eigentlich so gut wie nie schicken. Sehr, sehr geiler Zug zum Tor, obwohl er eine Hoch-Hoch-Arbeitsrate hat. Man merkt die Hoch-Hoch-Arbeitsrate auch, also er arbeitet gern mal auch bis hinter die Mittellinie mit. Also das macht er auch stark und hat da den einen oder anderen Ball abgelaufen bzw. gestört und dann hat man den Ball wieder in der Vorwärtsbewegung bekommen. Dribbling hat sich sehr gut angefühlt, generell das Tempo, also der fühlt sich super schnell an, die Läufe geil, der Schuss geil, Passspiel hat gut funktioniert mit ihm, also eine sehr eklige Karte zum Verteidigen, glaube ich, auch für die Gegner und ich glaube, wie gesagt, die Statistik spricht auch dafür, 5 Spiele, da waren eins, glaube ich, war relativ schnell vorbei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. 11 Torbeteiligungen in 5 Spielen ist schon eine stabile Ansage. Ist natürlich eine absolut teure Karte. Also wenn man sich den leisten kann, dann ist es auf jeden Fall eine Karte, die man in Erwägung ziehen sollte. Wenn ihr den aus einem Pack gezogen habt, dann GGs. Wenn ihr euch den am Markt leisten könnt, dann auch GGs. Das sind schon gute Münzen, diese 3 Millionen, die er im Moment kostet, die man für den hinlegen muss. Auf jeden Fall eine geile Karte, die sich lohnt. Geiler Stürmer. Für mich ähnlich wie Rodrigo, also Rodrigo finde ich auch ähnlich von seinem Spielstil her, aber Jairzinho vielleicht nochmal einen Ticken quirliger, würde ich sagen, obwohl Rodrigo schon ganz gut ist, eigentlich, also da kann man auch gar nicht meckern bei der Karte, also wie gesagt, alles in allem hat Spaß gemacht mit dem zu spielen, ja, geile Tore, die wir mit ihm geschossen haben, vor allem dieser Trevela-Schuss, ich glaube 2 Tore, das haben wir mit dem gemacht, das ist schon eine Waffe einfach, wenn man den hat und ja, alles in allem, wie gesagt, ich komme aus dem Schwärmen eh nicht raus. Ich hätte den gern in meinem Team, also ich würde den gerne aus einem Pack ziehen. EA straft es euch und gebt mir den. Aber Spaß beiseite, geile Karte, wenn ihr euch den leisten könnt, probiert es den aus. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was näher bringen von Jairzinho. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke für euren Support. Ciao, ciao.